Guti, guti, gut, gut. Mal schauen, ob es alles einigermaßen steigt wieder. Man, die Bilanz müsste ja trotzdem noch super gut sein, na klar. Passt schon. Was sagen die anderen Inseln denn so Schönes? Habe ich hier die Jagdgründe? Ja, habe ich. 19 Stück. Da muss man was ankommen, hier was abzuholen. Vielleicht soll ich auch tatsächlich, ich bin mir nicht sicher, ob es sinnvoll ist, das Schiff jetzt beides holt. Mal gucken, keine Ahnung, wie tut das? Achso, ich bin Level gestiegen. Ob, hat auch mit dem Bevölkerungslevel zu tun, okay. Ist geschafft. Was wollte ich gerade sagen? Ist diese Form der Selbstlosigkeit Dankeschön. Angemessen? Ja, absolut. Ob es sinnvoll wäre, jeweils ein Schiff dafür und ein Schiff für die andere Welt zu haben, oder eben das, wie ich es jetzt habe. Also ich brauche sowieso beide Sachen, sonst kann ich dir auf der Hauptinsel nichts da zusammenklauben. Daher bringt das auch nichts, aber ich weiß ja nicht so genau, ob es so sinnvoll ist oder auch nicht. Egal, ihr braucht ja weiter nichts, ne? Ihr habt ja euren Fisch und eure Wolle. Sie haben uns aus der Gosse geholt. Das ist ja mehr als genug hier, genau. Und. Jetzt habe ich hier 400 Arbeitskräfte, was zum Teufel? Das so viele? Kann ja nicht sein. Wenn da 100 abziehen, okay, das sind 350 hier noch. 1, 2, 3, 4, das sind 6 halt. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sagen wir grob, das sind 60 Häuser vielleicht. Viel mehr werden es nicht sein. Aber dass die auch schon die weiterentwickelten sind. Also 10 mal 60. Ja, was habe ich gerade gesagt? 6, 60, 10 mal 6, 60 habe ich dann, genau. Und dann 60 mal 10. Wie ist Arbeitskraft, ne? Okay, ja doch, dann kommt das irgendwie hin. Das habe ich sogar noch viel mehr als das. Ja, okay, dann. Okay, ja, gut, gut, okay, dann habe ich nichts gesagt. Mag durchaus zustimmen. Habe ich hier nicht die Fruchtbarkeit, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Von mir aus freigegeben. Ja, nee, warte. Ich habe mich einmal als Clown in einen Wanderzirkus eingeschlichen. So siehst du aus. Aber als der Ballon platzte, wurde meine Reportage den Verlegern zu bunt, um gedruckt zu werden. Ich meine, ich brauche eigentlich fast keinen Einfluss mehr. Ich habe ja genug. Ich fürchte, ich denke, die Leute werden schlucken. Ich habe hier was. Oh. Die Feder führt, das Schwert folgt. Angriffsgeschwindigkeit ist auch interessant. Zack. Natürlich wissen Sie. Ja, natürlich weiß ich. Das Gefühl der Schande? Nein. Nein, das würde ich nicht sagen. Auf keinen Fall. Ihre Leute sind nicht bloß ihre Schachfiguren. Doch. Das sind sie. Er stand auf Messerschneide. Oh Mann, jetzt ist ja gut. Ich komme hier nicht zu Dingen, die ich tun will. Es passiert einfach zu viel. Aber ich habe davon jetzt nichts erreicht, oder was? Aber ich habe jetzt so eine Story-Expedition, die ich machen muss. Das hier, ne? Ich werde dann mal die alte Seekiste durchwühlen. Enterprise E. Ab geht's. Hab ich ja. Egal. Ich weiß ja, was ich da machen soll, um das zu begünstigen, daher. Ich kann nur ein Schiff nehmen. Ich würde gerne zwei Schiffe schicken eigentlich, aber es geht ja auch nicht. Wie es scheint. Naja. Habe ich schon was drauf jetzt von den ganzen Sachen? Nee, ne? Natürlich nicht. Braucht echt super, super lange. Ich hoffe, die verbrauchen das nicht so schnell. Weil das dauert echt Ewigkeit. Ich meine, es wird sich logischerweise anpassen an die Geschwindigkeit, die man halt braucht, die man halt hat, bis es rüberkommt. Alles andere wäre merkwürdig. Ich bin erfüllt von Dankbarkeit. Ich brauche so viele von denen. Wie gesagt, erst dann muss das hier ankommen. Dann wird das doch einiges ändern an der Bevölkerung. Man kann ja auch wieder ein bisschen upgrade, würde ich sagen. Ich habe ja genug Leute. Flop. So viele Arbeitskräfte, die nicht benutzt werden. Das ist schon fast traurig. Zack. Zack. Und du auch noch. Ich würde euch gerne ein bisschen mehr bieten, irgendwie. So Schnaps zum Beispiel. Wahrscheinlich, weil es hier tatsächlich relativ wichtig ist. Deswegen ist es bei denen, weil bei denen ist es halt nicht. In der Gewerkschaft wird bereits gemunkelt. Heißt das wohl, dass das hier eine wichtigere Sache für die jetzt als für die anderen Leute, ha? Es fehlt denen richtig, sozusagen. Ich meine, die Kirche kann man ja schuppdiwupp bauen.
Ja. Muss ich einige Häuser umstellen, aber das mache ich sogar. Für die Zufriedenheit. Die allgemeine. Es geht nur nicht. Denn was brauche ich dafür? Ziegel. Habe ich den Lehmgrube auf der Insel? Nicht die Lehmgrube, sondern... Nee. Cool. Aber da kaufe ich einfach was ein. Das ist mir jetzt nicht so... Ist nicht so dramatisch. Und das alles voll ist natürlich. Soll der Geiz. Gefällt mir zwar nicht, dass sie in die Kirche wollen, aber ich habe lieber Zufriedenheit in dem Fall. Das ist schon eine relativ wichtige Sache, vor allem wenn es im Minus ist, so. Aber die ist auch im Minus, so ist nicht. Aber... Ich habe ja keine... Genau. Ich kann sie zwar, auf was ich nicht gedacht habe, weiterentwickeln, aber jetzt kann sie jetzt nicht komplett glücklich machen. Aber es ist auch nicht so dramatisch, meine Güte. Hauptsache ein bisschen Plus, ein bisschen Arbeitskräfte, das reicht dir völlig aus. Mehr will ich gar nicht. Dann bin ich persönlich zufrieden, auch wenn die es vielleicht nicht sind. Hey. Wie sieht's hier aus, liebe Leute? Läuft auch alles, ja, wunderbar, wunderbar. Ah, gut. Ich brauche hier auch nochmal extra? Nee, das ist ja... Produktionsstätte, genau, wollte gerade sagen. Das Wirtshaus ist ja noch was anderes. Wirtshaus! Ich ahne Gutes in Ihnen. Wollen die auch bestimmt haben? Ach, haben die schon? Haben die schon? Achso, von denen. Schade. Man schon noch ein bisschen was hinstricksen können. Wurst gibt hier theoretisch schon. Ah, will man das? Na, an sich schadet es ja auch nicht, aber... Erstmal nicht. Erstmal reicht mir das so, wie es ist. Was machen wir jetzt Schönes? Wir müssen warten, bis hier fertig gemacht wurde, ne? Ja. Hilft dir alles nichts. Achso. Wir können nur auf guten Wind hoffen. So, was sagt denn die andere Welt? Ich muss ja mal Fuß fassen und Dinge tun. Ah, mir wurde was weggekauft. Nee, ist ein eigenes, vergiss es. Alles gut. Ist in Ordnung so. So. Alle Lager voll, wa? Ja, ich hätte gerne ein größeres Lager hier auch. Gerade hier würde ich es ja anbieten, eigentlich ein größeres Lager zu haben. Weil einfach so lange nichts abgeholt wird. Dann wiederum... Ist ja gar nicht. Hä? Hier ist kein Platz mehr. Achso, es holt bereits ab. Ach, hier brauche ich Ziegel. Einkaufen! Na. Wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. So, jetzt sind die weg. Schön. Dann kann ich ein bisschen was ausbauen, damit es hier schneller geht. Ich meine, per se könnten die auch vor was gebrauchen. So ist nicht, ne? Nicht die anderen hier. Die wollen ja auch Hüte haben. Und solange wie es hier dauert, glaube ich, kann ich damit locker zwei Inseln, also auch die alte Welt und neue Welt versorgen. Und Alpaka-Zeug habe ich ja sowieso hier. Brauche ich die nur entsprechend wieder mal ins Schifflein. Heißt, das auch immer fährt, das Ganze. Ah ja, auch importieren. Mist. Gut, zufrieden ist jetzt nicht so dramatisch, aber Münzen... Ach, ich habe genug Geld, so ist nicht. Ich wage auch nicht unbedingt. Davon zu träumen, was wir alles erreichen können. 1000 Leute brauchen die noch, oh Mann. Doch, da brauche ich die Hüte auf jeden Fall, hilft nichts. Weil das will ich auch nicht importieren unbedingt. Ich brauche noch mehr Hüte. Aber die Insel ist echt... Der Wohnbereich hier ist vergleichsweise klein. Ich meine, ich könnte auch noch eine kleine Siedlung bauen. Das ist ja auch Quatsch, weil es soll ja auch... Das ist echt eine doofe Insel, aber so viele Flüsse dazwischen, die mag ich nicht. So, kurzum. Sie trauen mir nicht. Geht es so. Es ist genau umgekehrt. Du meinst, du traust mir nicht, oder was? So, gut, ne? Halt nicht. Was wollte ich gerade gucken? Alpakas, ob ich da fest Überschuss habe, genau. An der Wolle. Wahrscheinlich nicht. Andererseits, doch, aber davon nicht. Nanu?
Toi, doch hierfür. Ach so. Ach so. Das ist ein ganz neuer Zweig hier. Ich baue mal noch eine Alpaka-Farm hier hin, würde ich sagen. Ist hier so schlecht. Und dafür dann aber noch den hier da drauf. Das ist ja 1:1. Da sein eigenes Ding, das finde ich nicht verkehrt. Zack, 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 zack. So. Die ist damit zufrieden. Kann dann den noch da hinsetzen. Na, hier vielleicht nicht. Da vielleicht auch nicht, aber hier auf jeden Fall. Kann ich dich erweitern. Ich glaube, das ist ja nämlich jetzt halbwegs sinnvoll bei dem. Ich muss 70 haben kann, ist das so nervig. Ich hätte gern mehr. Poncho-Weberei. Ja, genau, und ein Schiff brauche ich auch noch, um das zu transportieren. Ich habe noch einen Schoner. Den nehme ich einfach dafür. Wo ist er? Ist er hier der Schoner? Neue Befehle? Sanddorn, nix ist. Mir fallen gerade keine Namen. Es gibt's doch gar nicht. Mir fallen gerade keine Star Trek-Schiffnamen ein. Das ist doch nicht wahr. Excelsior. Was jetzt natürlich für ein Handelsschiff vielleicht übertrieben ist, aber. Routen einrichten. Zack. Achso, war schon. Diese war doch nicht. Alles gut. Dieses und jenes. Auf Veranda. Was für ein toller Name übrigens. Kommt es dazu? Vielleicht nicht ganz so viel. So 10 immer. Und auch was da ist für die anderen notfalls. Zack. Und da kommt es raus. Schiff dafür ist natürlich die Excelsior. Dankeschön. Dann kommt es ja auch bis in die Gänge so langsam. Und dann können die auch bei Dinger meckern und können sich ein bisschen weiterentwickeln. Apropos weiterentwickeln, ich habe schon wieder so viele Häuser hier. Und so viele Arbeitskräfte, da kann man ruhig wieder was aufwerten. Das schadet nicht. Oh, warte kurz. Ja, ich sehe euch. Ich höre euch. Ein Andenken an diese unglaubliche Zeit. Andenken finde ich gut. Oh. Sie führen uns in eine strahlende Zukunft. Schokolade. Gib mir. Njam, 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 njam. Ist das Verbrauchsgut richtig jetzt, ja? Oh, ich habe vor allem voll viel davon. Bleibt stabil. Ich produziere sowas gar nicht, oder? Wäre mir jetzt neu. Fällt mir auf, Kaffee wollen die gar nicht haben in der alten Welt? Och, komisch irgendwie. Boah, muss ich auch alles importieren hier. Was ist das andere da unten rechts? Kenne ich gar nicht. Was ist hier los? Neue Befehle? Denken wir das mal. Ach so. Haha, hat immer reingepasst. Gut. Oder auch nicht gut. Voyager, hast Bock auf eine Expedition, sag mal. Ich sehe direkt ins Auge des Heraufziehens. Ich meine, die Voyager kennt sich ja aus mit Ohr. Aber hier habe ich auch alles voll drin. Gut, schön. Die Voyager kennt sich jeweils aus mit Expeditionen. Die ist ja mal im tiefen Raum unterwegs, ganz aus Versehen. Die Enterprise natürlich auch voller mal Kunden immer, aber die Voyager, muss man einfach sagen, hat da durchaus vielleicht mehr Erfahrung oder ist Extremsituationen eher angepasst an der Stelle. Daher passt das schon mal, dass es dann so auch sieht. Warte, was? Nee, das wollte ich gar nicht haben. Doch, brauche ich auch dafür. Tschüss. Oh, das Lager voll machen. Geld habe ich ja mehr als genug. Jetzt, wo ich auch genug Anteile habe, glaube ich, kaufe ich keine groß mehr. Höchstens noch zurückkaufen und daher passt das dann schon. Fenster kaufen wir auch. Glas ist dann wahrscheinlich. Dürfte recht teuer sein, aber ach. Man kauft das einmal, es ist voll, dann nutzt man es ein paar Mal. Das ist, nimmt sich dann nicht so viel. Aber ja, es ist Glas, was ich brauche. So, da brauche ich Ingenieure. Das ist sehr gut. Wo kommen die her, die Ingenieure? Achso, es ist die nächste Bevölkerungsstufe, alles klar. Dann bin ich noch gar nicht so weit dafür. Aber schon mal vorbereiten ist ja auch nicht verkehrt.